willkommen zu meinem Let's Play heute. Und ja, ich stehe hier und wollte, glaube ich, jetzt das Schaf scheren. Ja, ich habe die Schere in der Hand, habe noch kein Bett. Das lässt alles sehr darauf schließen. Da ist noch ein Schweinchen und ich bin schon wieder fast am Verhungern. Aber ich habe ja genug Essensmöglichkeiten. Na, nee, nicht das richtige Wort. Lebensmittel, genau. Dabei. So, springen dann nicht so viele Leute rum, du komisches Tier. Jetzt können wir uns endlich mal ein Bett bauen. Ich hoffe jetzt mal, dass langsam sich auch mal mein Leben regeneriert wieder. Das ist ja auch ziemlich mitgenommen. Da, das Feld ist immer noch nicht groß geworden, leider. Aber was will man machen? So, und dann machen wir uns schnell hier ein Bettchen. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Perfekt. Ein schönes kleines Bettchen. Wo können wir das hin tun? Ich stelle es jetzt einfach mal hier in die Ecke. Ja, das war mir eigentlich klar, dass ich jetzt nicht schlafen kann, aber so. Mal die Wertsachen wieder verstauen. So, haben wir doch schon was ganz gut hier eingesammelt, obwohl wir noch nie auf großen Tötungsweg waren. Schön 8 Eisen. Perfekt. Tun wir auch erstmal rein. Gucken wir noch einmal. Ah, ein Schaf. Jetzt rede ich da, ein Schwein natürlich. Und noch eine Ente da unten neben einem Zelt. Nicht, dass sie mir alles zertrampelt. Nein, nein. Böse. Ach. Immer diese blöden Enten. Könnte aber auch ein bisschen schneller wachsen, das Korn. Ich sehe gerade, ich bin hier wieder sehr schlecht ernährt. So, jetzt geht's wieder. Sammeln wir mal ein paar Körner ein. Ne, Samen. Kommt schon. Mensch, gibt's doch nicht. Erst eingefunden. Ich muss ja die ganze Landschaft zerstören, um mal ein Bild zusammenzubringen. Ja, der zweite, der dritte. Und noch eine Ente. Jo, die machen wir auch noch schnell. Ah, schön, noch was gefunden hier von der Nacht. Und ein Tintenfisch. Können wir zwar eigentlich noch nicht ganz gebrauchen im Moment, aber er schadet auch nicht. Das ist schön. Hier ist schön gleich mal Lehm. Lehm ist auch erheblich erhöht worden, die Spawnrate. Also den gab es ja früher echt wenig. Jetzt war noch alles Lehm. Schön, schön. Können wir doch gleich schon ein schönes Häuschen bauen. Ja, ach, das ist auch so. Warum kann er nicht einfach unter Wasser genauso schnell arbeiten wie über Wasser? Na, was will man machen? So, dupdidu, dupdidu, dupdidu. So, dele. So, jetzt haben wir auch schon gleich wieder ein bisschen Leben.
Immer wenn ich hier bin und irgendwas anpflanzen will, habe ich natürlich kein einzigen Erde-Ding dabei, Erde-Block. So. Jetzt muss nur noch dieses blöde Korn endlich wachsen. Können wir noch alles schön grillen. Das tun wir erstmal rein. So, die Feder können wir auch noch reintun. Schön. Essen wir mal dabei haben, sonst verhungern wir noch. Und das wollen wir natürlich auch nicht. So, ja, gut, dann haben wir hier mal ein bisschen da hinten noch Schafe. Stimmt, Zuckerrohr könnten wir noch anbauen, da haben wir ja auch ein bisschen was dran. Und das kann man ja auch immer gut verwenden. So, drei Zuckerrohr. Ab ins Inventar und ja, schön hier Zuckerrohr. Muss man nicht immer alles nachhaken. Zuckerrohr ist in der Hinsicht sehr unproblematisch. Aber natürlich muss man halt immer eins neben dem Wasser das Zuckerrohr anbauen. Sonst klappt das Ganze ja nicht. Ach, man kann jetzt auch neuerdings Gras schneiden. Ja. Das ist auch neu. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt kann man hier mal ein bisschen Gras umsetzen. Ach, komm. Aber natürlich nicht auf Stein. Aber naja. So. Was brauchen wir denn noch jetzt alles zum schönen Überleben hier? Bräuchten jetzt natürlich noch ein paar Werkzeuge mehr, aber die können wir auch später noch machen. Ich warte jetzt erstmal, bis dieses blöde Korn endlich hochgewachsen ist. Während der Zeit können wir uns ja mal auf den Weg machen, hier noch ein bisschen Tiere oder Schafe zu scheren. Läuft nur noch ein nacktes Schaf rum. Da sind doch noch schöne 2. 3, 4. Uiuiui, hier ist ja die richtige Schafherde. So, dankeschön, liebes Schaf. Jetzt musst du auch nicht mehr schwitzen. So haben wir doch beide was davon. Die trauen sich da aber zum Teil echt weit raus, ne? Gute Schwimmer, diese Schafe. So, und dann haben wir jetzt auch gut Wolle eigentlich. Habe ich alles? Ja. Naja, was heißt gut Wolle? 18 Stück ist jetzt, ne, 13 sogar nur. Ist jetzt nicht die Menge, die man sich normal erhofft. Ui, das sieht aber gar nicht schlecht aus hier. Mit den ganzen Schafen. Aber es wird wieder Nacht und da bringen wir uns mal lieber in Sicherheit, beziehungsweise unsere Gegenstände. Komm, Ente. Ja, diese Ente will irgendwie überleben. Aber das können wir jetzt natürlich nicht auf uns sitzen lassen. So. Jetzt aber zügig nach Hause. Denn es ist schon relativ dunkel. Das Abendrot ist schon fast weg. Da rennen wir lieber. So. Ah, schön. Das Zuckerrohr ist schon gewachsen.
beeil dich mal ein bisschen hier. Wir wollen noch vor den Monstern im Bettchen liegen. So. Schön, schön. Hier noch schnell alles reintun. Was wir im Moment nicht mehr brauchen. Perfekt. Und dann legen wir uns doch schnell mal schlafen. So, und da sind wir auch schon wieder. Ein neuer Morgen. Da verbrennen noch die letzten Skelette. Nein, der ist gar nicht verbrannt, der ist in die Höhle gegangen. Tja, intelligente Skelette gibt's auch. Ja komm, du triffst mich nicht und gleich bist du weg. Ja okay, du hast mich getroffen. Finde ich jetzt nicht gut. Ich esse erstmal wieder was. So. Wo sind denn hier noch? Oh, ein Creeper. Nein, 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 nicht gut. Ach komm, Creeper, das musste doch jetzt nicht sein. Hier, du hast dir dein Leben genommen. Wofür? Für nichts und wieder nichts. Noch ein Creeper. Warum gibt es jetzt gerade so viele Creeper? Gerade eben gar keinen gesehen und jetzt hier alles voll. Aber nichts mit anderen. Skelette oder so gibt's jetzt gar nicht. Spinne eine noch. Aber sonst auch nicht wirklich was. Ach komm. Ja. Das Feld wird langsam etwas größer. Aber also von einem großen Weizenanbau kann man hier noch nicht sprechen. Jetzt habe ich natürlich das Zuckerrohr wieder hinten im Lager. Naja, aber das ist ja am Anfang auch schön, man hat noch alles beisammen. Man muss nicht weit laufen, um irgendwas zu erreichen. Alles ist in der Nähe. Machen wir mal zu, nicht, dass da noch ein Creeper reinläuft. So. Ist da was pflanzen? Ich mache euch alle hier hin. Und hier mache ich ein schönes Heizenfeld noch draus. 1, 2, 3. Als wäre es abgezählt gewesen. Hallo Creeper. Ach ja, die Tiere mag auch keiner, oder? Ja, kann man es als Tier bezeichnen, ist auch noch eine Frage. So. Jo, dann speichere ich jetzt nochmal schnell meine Items. Das noch mal schnell aufs Feuer legen und dann warte ich mal ab, wann das Feld endlich groß wächst und ich endlich Brot herstellen kann. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao.